Die neue Uhr von Mediapuls, was bringt sie der Radioszene? Die neue Uhr wird sicher den technischen Möglichkeiten gerecht, die sich in der Zwischenzeit ergeben haben, seit die letzte Uhr lanciert worden ist. Das ist ja doch ein paar Jahre seither. Wir haben eine Basis, wo wir sozusagen ein Pariser Uhrmeter haben, wo wir neue Daten hinzufügen können. Das heisst, wir haben eine etablierte Währung auf einer neuen Basis. Und wir hätten dort aber auch die Möglichkeit, über Apps beispielsweise neue Daten einfließen zu lassen. Die neue Messmethode mit dieser neuen Uhr, gibt es grosse Veränderungen für das Schweizer Radio und Fernsehen? Ja, ich hätte gerne, dass die Veränderungen noch grösser wären. Für uns ist sehr, sehr relevant, wie schnell dass wir an die Daten herankommen, die erhoben werden. Dort wissen wir, dass wir sie schneller überkommen in Zukunft, hoffentlich ab 18. Wir wissen aber noch nicht, wie schneller dass das wird. Und wir sind aber guter Dinge, dass man mit einer grossen Professionalität dort dran ist. Und wir wissen heute, dass es so oder so besser wird.